wunderschönen guten Morgen. Hallo. Wir sind heute hier vor der Insel Rügen. Ich habe Besuch aus Frankreich, JB Morel. Und wir wollen heute einen schönen Tag auf Meerforelle machen. Wetter passt gut. Wir haben Sonnenschein, so 2-3 Grad. Wasser ist allerdings noch sehr kalt. JB fischt hauptsächlich auf Meerforelle im Fluss irgendwo. Und wir wollen mal gucken, ob wir heute mal zusammen ein paar schöne Forellen hier fangen. Meerforellen. Ja, ansonsten, also sagen wir haben Anfang März leider noch kaltes Wasser, 3 Grad. Aber die letzten Tage haben wir schon ein paar Meerforellen gefangen. Und ich hoffe, dass wir das beide heute auch zusammen kriegen. Und ich denke, das wird funktionieren. Bedingungen sonst top. Und ich denke, bei dem Wetter kriegen wir ein paar Forellen. Ja, JB, ich will hauptsächlich zum Ufer hinfischen. Wir werden also, sag mal, ich versuche ganz dicht mit dem Boot ranzufahren, so wie es möglich ist mit den Steinen. Und anders wie im Fluss vielleicht ganz leicht noch ein bisschen absacken lassen. Wir sind jetzt hier noch bei 2,5 Meter Wassertiefe. Und von der Köderführung ganz normal, also Stop and Go. Okay. Gut. Einige Köder können wir auch natürlich konstant leiern, die zwei Varianten. Je nach Köder, das müssen wir dann gleich noch mal schauen. Und ansonsten ist nicht viel bei der Köderführung zu beachten. Ich muss halt versuchen, jetzt irgendwie einen Trupp zu finden. Wir treiben hier lang am Ufer. Und dann versuchen wir, bis wir irgendwas gefunden haben, und dann fischen wir den Bereich aus mit verschiedenen Ködern. Was ich noch sehr, sehr gerne mache, eigentlich habe ich immer eine Springerfliege dran. Ich zeige nachher nochmal die Montage. Aber es ist ganz wichtig, es ist oft so, dass an einigen Tagen halt der Blinker sehr gut funktioniert oder je nachdem, welchen Köder man dran hat. Aber es gibt auch Phasen, wo man wirklich fast nur auf die Springerfliege fängt. Warum auch immer, aber es ist so. Und früher habe ich nur mit Blinker geangelt und habe ich auch meine Fische gefangen. Aber ich weiß, dass ich dann ganz viele Tage hatte, wo ich keinen Fisch gefangen hätte. Mit einer Springerfliege hätte es geklappt. Und wir haben beide eine Springerfliege drauf. Das probieren wir einfach mal gleich und los geht's. Okay, let's go. So. I'm trying to use a small minnow, do some more twitching fishing. Guido was talking about something more linear, but maybe we can try. I tried some twitch and with some twitching, and we'll see what is the best tactic for today. The water is pretty murky, so maybe we need to wake them up a bit with some twitch. So, wir haben jetzt anderthalb Stunden in dem Bereich gefischt, der hat mir auch nicht gefallen. Wir haben da 3 Grad Wassertemperatur gehabt, da war der Sturm, stand da komplett auch drauf gestern. Wollte eigentlich mit mehr in Steine fischen, wo deutlich mehr Steine sind. Aber jetzt haben wir doch direkt nochmal einen Positionswechsel gemacht und sind nochmal 10 Kilometer gefahren und haben jetzt den anderen Bereich hier. Gleich klareres Wasser, auch 1 Grad mehr Wassertemperatur. Sieht viel besser aus. Also wir werden heute noch was fangen. Das war jetzt der erste Versuch, hat nicht funktioniert. Und jetzt geht's weiter. Good fish on the fly. That's a good one. Yeah, okay. On the fly, huh? Yeah, I think so. Yeah. I just missed my first Baltic sea trout. Had a good bite, but unfortunately, I think he turned on the fly, so yeah, I just hooked it. Julian,
Yeah, yeah. I'm so sorry, guys. Ich wollte zwei Würfe. Wir haben jetzt schon ein paar Stunden geworfen, haben noch keine. Julian hat zwei Würfe gemacht. Ja, okay. Sauber, Petri. Leute, hier ist die erste Forelle. Ich wollte eigentlich gar nicht angeln. Ich habe zwei Würfe gemacht. Und wie Guido gerade telefoniert hatte, da ist der Fisch. Jetzt wisst ihr, wie es geht, ne? This is how it works, guys. So, für alle, die mal auf Meerforelle fischen wollen, habe ich mal 7 oder 8 Tipps für euch. Als erstes fange ich mal an mit der Jahreszeit. Klar, die meisten kennen das Meerforelle, das ist so ein Winterfisch, das stimmt aber nicht. Man kann die Meerforelle an der Ostseeküste das ganze Jahr über fischen. Wir haben in Mecklenburg natürlich eine Schonzeit, 3 Monate, das ist immer Mitte September bis Mitte Dezember. Aber ansonsten kann man wirklich durchfischen. In Schleswig-Holstein kann man ja das ganze Jahr über fischen. Man muss bloß ein bisschen beachten von der Uhrzeit oder von den Tageszeiten, wann man fischen geht. Im Sommer, wenn es warm ist, also grundsätzlich, Sommer ist eine sehr, sehr gute Zeit. Im Sommer, wenn es warm ist, sollte man sehr früh in der Dämmerungsphase oder in den Abendstunden fischen. Das ist ganz klar. Die Hauptmeerforellenzeit sind natürlich so die Wintermonate, Dezember, sag ich mal, bis früher Anfang, bis in den Mai hinein. Hier ist eigentlich, kann man den ganzen Tag die Meerforellen fangen. Besonders gut ist es in der Regel, wenn man so Wassertemperaturen über 3 Grad eigentlich hat. Auch man kann natürlich auch, wenn es kälter ist, im tiefsten Winter so Februar, Januar, Februar fischen, das sind aber meistens die kleineren Fische. Aber ansonsten sind Wassertemperaturen zwischen 4 und 8 Grad ideal. Meerforellen angeln kann man auf alle Fälle vom Boot und vom Ufer aus. Also Bootsangeln hat da schon ein bisschen den Vorteil, dass man natürlich die Stellen suchen kann. Wir sind heute auch unterwegs gewesen, hatten den ersten Bereich, der war kalt, trüb. Und hier kann man natürlich die Spots schnell wechseln. Aber auch das Uferangeln ist natürlich sehr schönes Fischen, muss man ganz ehrlich sagen. Auch vor allen Dingen, man kann auch dabei starken Wind, bei Sturm und so weiter, kann man sich einen Bereich suchen, wo ein bisschen Landdeckung ist und so weiter. Und ist halt ein sehr entspanntes Angeln, wenn man halt vom Ufer und vom Boot aus angeln kann. Wichtig trotzdem hier auch nochmal zu sagen, auch das Uferangeln hat Vorteile, gerade in bestimmten Situationen. Oft sind die Meerforellen ganz dicht unter Land, also wirklich 10, 15, 20 Meter, wo ich gar nicht mit dem Boot hinkomme. Das Bootsangeln ist wirklich eine gefährliche Geschichte, gerade in so steinigen Bereichen. Und wenn man so ein trübes Wasser hat oder ein bisschen Seegang, ich habe schon so oft aufgesetzt, der Motor schon mal gegengeknallt, das ist keine schöne Sache. Und es gibt Situationen, wo halt der Uferangler deutlich im Vorteil ist. Gerade wenn die halt, gerade wenn Sandale dicht unter Land sind oder wenn die Garnelen auch vor Ort sind, es ist manchmal so, dass dann halt wirklich Würfe im 10 Meter Bereich, also vom Ufer entfernt, die besten Forellen bringt. Ja. Ganz wichtig, haltet die Augen auf. Also, und zwar Forellen zeigen sich regelmäßig. Wenn man Ententeich hat, natürlich sieht man sie besonders gut, aber auch bei Wellengang, wenn es ein normaler Wellengang ist, immer so die ganze Gewässerfläche abscannen und man sieht manchmal ganz kleine Punkte. Da war doch was, so vom Kopf, sofort hinwerfen. Ganz, ganz häufig, wir fangen so viele Forellen, die wir direkt anwerfen. Im Sommer, wenn es warm ist, springen die manchmal komplett wie ein Marlin raus. Da sieht man sie natürlich richtig. Wenn das Wasser aber noch kalt ist, gibt es immer nur so ein Kling, dass sie manchmal nur die Flosse oben rausbewegen aus der Oberfläche. Man sieht also wirklich nur, da war doch was. Irgendwie, wenn man dieses Gefühl hat, hinwerfen und nochmal hinwerfen. Und ganz häufig kriegt man da genau die besten Forellen. So, ich persönlich fische seit 2 Jahren, das ist jetzt meine absolute Lieblingsroute, das ist die Sea Trout von Fox. Die ist 3 Meter, hat 10 bis 30 Gramm, die habe ich jetzt seit 3 Jahren im Einsatz. Absolut traumhafte Route, weil wichtig ist immer, dass die Routen schön abfedern, also eine parabole Aktion haben. Gerade auch wenn die Fische springen und sowas, dass die nicht so schnell im Dreh verloren gehen. Aber die hat auch genug Rückgrat, dass man halt wirklich eine sehr große Forelle fischen kann. Also es sind schon einige Fische um die 60 cm und aufwärts gekommen. Ja, bei den Rollen sollte man so, ich bevorzuge so ein bisschen etwas größere Rollen, so 3500er, 4000er Rollen, weil doch oftmals die Fische auf schnelle Köder reagieren und da bin ich doch eher einer, der dann halt nicht mit einer Mini-Rolle Speed gibt, sondern es ist immer eher, dass man dann so ein bisschen langsamer rollen kann. Also ruhig eine Nummer größer, eine gut arbeitende Bremse ist wichtig und ja, damit hat man eigentlich das passende Gerät. Okay, kommen wir mal zu den Spots. Im Grunde genommen kann man natürlich überall an der Küste lang fischen. Ist egal, was für ein Bereich, ob wir Steine haben, ob wir Sand haben, ob wir eine Hafenanlage haben, Molen und so weiter. Also, was am ansprechendsten wirkt ja immer so ein bisschen diese Steinbereiche.
Die sind auch sehr gut, definitiv. Da kann man das ganze Jahr drauf fangen. Dann ist immer in Verbindung mit diesen Steinbereichen, ist es immer noch gut, wenn der Boden ein bisschen Struktur hat, vielleicht noch ein bisschen Seetank mit drin. Das ist auch so, manchmal stehen da nur Steine, einzelne. Die sind nicht ganz so interessant, wie dann, wenn man zusätzlich noch dunkle Flecken mit Seetang hat. Die nächste Geschichte ist natürlich, was unterschätzt wird, ist halt der Strand häufig. Normale Strände, da patrouillieren die Meerforellen genauso lang. Ist aber tendenziell eher so, wenn es ein bisschen wärmer ist. Also wenn im Frühjahr alles ein bisschen aufwacht und die ersten Sandaale rankommen, dann die Garnelen und so weiter dort in diesem Bereich sind. Und vielleicht auch, wenn mal der Wind draufsteht, wenn es so leicht aufgespült ist, aufgewühlt ist, dann ist es so ein bisschen trüb am Strand häufig, dann sind die Bereiche besonders gut. Muss man immer mal ein bisschen suchen sozusagen vom Ufer aus. Wenn man halt zu Fuß unterwegs ist, ist es immer ein bisschen schwierig. Da fährt man mit dem Auto ein paar Sachen ab. Guckt man vielleicht vom Deich oben runter, wie sieht das gerade das Wasser aus. Lohnt sich das, geht man mal ein bisschen runter. Ansonsten ist auch nicht nur, dass die Uferpartien gut sind, sondern auch leicht vorgelagert. Das ist natürlich nur für Bootsangler interessant, aber ich angle natürlich vom Boot auch sehr gerne dicht am Ufer. Aber es gibt halt auch Phasen, dass man 200 Meter entfernt ist vom Ufer, und wenn man dann auch Strukturen hat, Steine unten und so weiter, dann kann es gerade bei sehr kaltem Wetter oder wenn die Sonne da ist, wenn die Fische vielleicht nicht dicht unter Land sind, dann sind solche Bereiche halt sehr gut. Muss man halt immer ein bisschen mal suchen. Und also ein wichtiges Hilfsmittel ist natürlich auch die Polbrille, weil man sieht häufig dann auch die Nachläufer. Das ist ganz wichtig. Wenn man zum Beispiel angelt und die Nachläufer nicht sieht, kriegt man auch kein Gefühl. Und wenn man 2, 3 Nachläufer gesehen hat, weiß man schon mal, dass man im richtigen Bereich ist. Also die muss immer mit. Ja, beim Spinnfischen meistens oder in der Regel werden sehr häufig natürlich Blinker verwendet, verschiedene Ausführungen. Von Salmo haben wir den Wave, das ist ein sehr, sehr guter Köder. Das ist also so ein Sandaal-Imitat, den kann man sehr schön twitchen, den kann man auch leiern. Aber auch verschiedene Wobbler-Sorten sollte man mal probieren. Gerade wenn man so ein bisschen in etwas tieferen Bereichen 1,50, 2, 3 Meter ist, da sind Wobbler halt sehr gute Köder. Und ich fische immer, sag ich, wie schon ein paar Mal erwähnt, immer eine Stringerfliege mit bei. Das ist einfach so, da wird man Futterneid erzeugt irgendwie, da der Köder läuft. Kurz davor ist ein kleinerer Köder, das ist jetzt hier in dem Fall eine Garnele oder irgendwelche Sandaal-Imitate, kleinere Fliegen irgendwie, schwarze, braune Fliegen sind mir am liebsten. Und die laufen halt vor dem Köder und da gibt es immer mal ein Biss extra. Also das sollte man immer mal probieren. Ja, und zur Köderführung. Jawohl. Yo. Really good bite, and there are really a strong silver fighter. So that's really nice. I get it on a really fast retrieve, so exactly the same spot that we all get the bite, so they are definitely turning all around this area. As soon as we see some rocks, you see the sea trout, so it's good. Next one. Yes, go for the next one. So, die Forelle, die haben wir gekriegt mit knappe 50, und das ist die zweite Forelle. Jetzt ist es los. Wir haben es jetzt 13 Uhr und ich denke, die Beißphase kommt. Aber jetzt erkläre ich mal kurz mein Vorfach. Das ist hier mein selbstgebautes Vorfach mit Springerflieger. Als erstes, also 40er Stärke ungefähr. Als erstes schiebe ich einen kleinen Gummistopper vom Stüppen am besten irgendwie, so einen Gummistopper rauf. Danach kommt ein Wirbel. An dem Wirbel kommt nachher der Seitenarm mit der Springerfliege. So. Unter dem Wirbel mache ich nochmal 2 festere Stopper. Das hat den Grund, wenn die Forelle nämlich beißt, dann soll die sich auch ein bisschen selber haken. In dem Falle ist der Druck sozusagen auf diesen beiden Gummistoppern rauf. Und wenn die Forelle stärker ist, größer ist, dann zieht die sich runter bis zum Köder. Und wenn man gerade vom Ufer aus fischt, ist es so, dass die Forelle dann freigedrillt wird. Ansonsten würde der Köder unten immer hängen bleiben, irgendwo in den Seetank oder in den Stein. Ist ganz wichtig. So, und immer wenn man Kontakt hatte, kann man jederzeit den Abstand zwischen Blinker und Springerfliege wieder selber einstellen. Bei den Farben ist es auch so ein bisschen eine Gefühlsgeschichte. Also
Meine Lieblingsfarben sind auf alle Fälle rot-schwarz. Immer irgendwas Kupferfarbenes ist ganz wichtig. Und vielleicht noch so ein bisschen Sandaal-Imitat. Und was auch ganz gut, gerade bei trübem Wasser oder bei gerade wenn viel Wind ist, viel Welle, sind immer Köder auch mit Rasseln. Die bringen auch immer was. Wir haben jetzt Halbzeit ungefähr, das ist jetzt na, 2 ungefähr, 14 Uhr. 2 Forellen im Boot, 2-3 Nachläufer, die 2 Kontakte. Die haben bis jetzt alle tiefer gebissen, hier so um die 3,5 Meter Wassertiefe. Wir haben Fische noch ganz tief. Man sieht, der Schnee, es ist noch kalt. Aber die Bisse waren vorhin da, wo wir die Sonne hatten. Aber es läuft nicht richtig. So einzeln, ja, der letzte Kontakt war schon jetzt eine Stunde, locker eine Stunde, ja. Dann weiter. Wir bleiben aber bis Feierabend, bis schön in die Dämmerungsphase noch. Irgendwo finden wir noch einen Tropfen. Läuft es jetzt immer noch nicht? Also jetzt die letzten 2 Stunden schon nicht mehr. Mal gucken, ich hoffe, wenn die Sonne jetzt rauskommt. Wir hatten ja zwischendurch Schneefall und manchmal ist es ja so, wenn die Sonne wieder rauskommt, wird ein bisschen wärmer oder allgemein, dass wir dann wieder aktiver werden. Darauf hoffe ich jetzt. So, ich möchte euch nochmal die neue Rollenserie von Salmo vorstellen. Die gibt es in 3 Größen, 2000er, 3000er und 4000er Größe. Gewicht, Gesamtgewicht liegt zwischen 200 und 231 Gramm. Die hat einen besonders großen Bremsknaufknopf, da kann man also wirklich die Bremse sehr gut einstellen. Die Bremse arbeitet sehr fein. Die Rolle ist speziell konzipiert fürs Hardbait-Fischen, also so mittlere Wobbler, kleine und mittlere Wobbler. Dann hat die noch einen sehr angenehmen EVA-Griff und das Design ist auch schön angepasst an die neuen Routenserien. Ein blaues Design, sieht optisch auch sehr schön aus und lässt sich sehr schön fischen. Keine Steine, ich bin 3 Meter auf. Wollte nicht. 100%ig Fisch. Bin dicht unter der Oberfläche. Kurzer Zwischenstand nochmal. Wir haben es 4:30. Wir sehen keine Forellen mehr. Wir hatten jetzt 2 so eine Anstupser noch in der letzten Stunde. Aber kein mehr gefangen. Also die Hoffnung schwindelt. Uns kann nur noch ein Glückstreffer helfen. Irgendwie so, dass vielleicht ein kleiner Trupp nochmal vorbeizieht hier abends lang. Weil letztes Mal, wo ich hier war, konnte ich die so ein bisschen sehen an der Oberfläche. Und das hoffe ich noch. Eine Stunde haben wir noch. Wir machen bis der Mond hochgeht da hinten. Also vielleicht haben wir noch eine kleine Chance. Denken wir noch 20-30%. Immerhin. Immerhin. Ja, wir haben 9 Stunden haben wir gefischt auf Meerforelle. Wetter war gut, also insgesamt zwischendurch zwar der Schneefall, aber 2 Fische gefangen, ja. 2 Forellen und 3-4 Kontakte noch insgesamt.
war wie es beim Meerforellenangeln ist halt, war nicht super leicht und trotzdem war es ein schöner Tag und vielen schönen Dank, dass du da warst und wir wiederholen das bestimmt nochmal, wir machen nochmal eine zweite Session, das war trotzdem ein schöner Tag. Dankeschön. Dankeschön. And JB, was it for you like the experience for fishing for sea trout in Germany? Would you return or rather not? Yeah, we'll try again for sure. For sure, I love sea trout. But if I remember something from today, no bananas on boat. I'm sorry. Ja, Julian hat die Bananen mitgehabt. War das Hauptproblem, denke ich mal. Ansonsten an den Guide kann es nicht gelegen haben. Also, wir sehen uns. War ein schöner Tag, haut drin, bis demnächst.